Das ganze Dieter-Roth-Museum basiert auf einer über 30-jährigen Freundschaft zwischen dem Förderer und Dieter Roth. Die Führung durch das Haus wird über 4 Etagen erfolgen, beginnend hier oben im Penthouse mit den frühesten Arbeiten Dieter Roths und endet im Erdgeschoss mit dem Spätwerk der 80er und 90er Jahre. Seine Mutter spricht in einem Brief davon, dass er jetzt auch diese Krankheit Kunst habe und die wohl erstmal ausgestanden werden müsse. Und dann könne man weitersehen, was aus ihrem Dieter wird. Eine der ganz radikalen frühen Lebensmittelarbeiten aus Hackfleisch. Auf der linken Seite befindet sich ein Loch im Rahmen, eine Bohrung im Rahmen. Die hat den Grund, dass auf der einen Seite eben der Geruch der Zersetzung nach außen dringen kann und umgekehrt dient er aber auch als sogenanntes Einflugloch für die Fliegen. Wenn man genug davon hatte als Sammler, konnte man dann mit einem Korken den Prozess beenden und konnte das Bild damit auf eine Art konservieren. Roth selbst sagt dazu, der Geruch ist mir ein Hauptvehikel der Erinnerung. Das heißt, er möchte den Geruch als sinnliches Element, als konstituierendes, wahrnehmbares und wahrzunehmendes Element in seine Kunst einführen. Aus seinem Verständnis heraus wird es aber erst dadurch zum Kunstwerk, dass es den Prozess des eigenen Verfalls demonstriert. Und dieser Prozess soll weder aufgehalten noch gebremst werden, noch dokumentiert werden, sondern durch den Betrachter erlebt werden. Diese Art Freiheit des Kunstwerks, sich so weit selbst zu überlassen, hat bis dato kein anderer Künstler gemacht. Die Musik spielt für ihn zeitlebens eine ganz wichtige Rolle. Das ist für mich von daher ein ganz wunderbares Werk, weil es auf der einen Seite dieses Experimentelle hat, was man bei Roth so liebt und so schätzt, diese Offenheit. Er hört irgendwo dieses Geräusch, er hört diese Tiere, denkt, das ist ja fast Musik, es ist sofort die Idee geboren, da kann man ein Musikstück draus machen. Dann sieht er vor Ort das Elend, diese Traurigkeit. Er kippt auf der einen Seite in dieses Dokumentarische, in dieses lasst uns alle Hunde zumindest einmal fotografieren, dass dieses ganze Ensemble sozusagen erfasst ist. Und dann das im nächsten Moment obsessive Zeichnen, obsessive Verarbeiten dieses Eindrucks für ihn als Künstler. In der künstlerischen Potenz her ist vielleicht abgesehen von dem Innovativen, was ihn prägt, ist das zeichnerische Talent vielleicht das Größte, das er wirklich mit einer wahnsinnigen Meisterschaft und Leichtigkeit bedient und variieren kann.